Da muss ich jetzt echt so richtig lachen. Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Vater, Volkswirtschaftscoach und Diplom-Theologe, ist ja auch scheißegal hier bei dem Thema. Und ich habe mir eigentlich geschworen, ich wollte die neue Staffel nicht mehr kommentieren, aber ich weiß, ich gehöre auch zur Content-Verbreitungsmaschine von Julian Zietlow oder Jürgen Zietlow, wie wir ihn immer liebevoll hier nennen. Und, aber gut, man muss ja auch sagen, ist einfach ein begnadeter Entertainer und gibt wieder Neues, wo man... Wann werde ich abgeholt von diesem Planeten? Ich kann das nicht mehr. Ich meine, dass Julian Zietlow so sein verrücktes Leben lebt, wirklich, habe ich immer gesagt, habe ich immer Respekt vor, dass jemand so konsequent einfach sagt, ihr könnt mich alle mal, ich mache, was ich will. Aber warum zieht man da andere Leute mit rein? Warum lässt man die Kinder dann Instagram-Accounts machen und all diese Scheiße? Warum verkauft man Drogen? Warum propagiert man Drogen? Ich habe wirklich keine Ahnung, finde das im höchsten Maße falsch. Aber es interessiert ja eh keinen, weil die Welt liebt sowas. Ne? Und jetzt gibt es ja die neueste Sache. Er ist wieder zurück mit seiner Ehefrau. Und klar, es muss natürlich ständig neues Drama kreiert werden und ja, jetzt wahrscheinlich nächstes Mal wieder zurück zu Kate und dann wieder eine Runde und wieder eine Runde und wie wir alle wissen, jede Runde wird krasser und schlimmer werden, weil immer neue Level bedient werden müssen und ich frage mich ja auch immer, warum deren sein, ich meine klar, so als Familie, jetzt macht er ja noch Familienblocker, weiß nicht, muss man sich beim womöglich noch beim Scheißen, beim Vögeln, beim Entschuldigen, beim was weiß ich, was, wo muss er sich denn noch überall Film. Aber erstmal geht natürlich ein Gruß raus an den lieben Julian, weil wie wir sehen, scheint er unsere Rezension seiner Staffeln ja auch zu gucken. Also lieben Gruß an dich und hoffe, du guckst das ja auch hier. Und genau, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in das Material der neuesten Staffel einfach rein. Also was mich dabei immer, muss ich sagen, besonders abstößt, ist diese Pseudo-Emotionalität irgendwie, so dieses, ich bin so ein ganz emotionaler Mensch und vor ein paar Tagen noch wollte ich meinem Kumpel eine reinhauen und heute will ich mich entschuldigen und heute will ich mit 5 Frauen gleichzeitig und heute will ich Drogen nehmen und dieses aus allem so eine, so als wenn das so der erste, das sagt er ja auch immer so ein bisschen auf so eine Art, der erste Mensch und was ganz Besonderes und also wirklich das, und ich meine, dass er das für sich so macht, wie gesagt, geschenkt, aber dass da noch Leute ernsthaft unter sowas wirklich ernsthaft, ich meine, die meisten Kommentare sind ja Slapstick, finde ich total lustig, ne? Aber dass da ernsthaft Leute drunter kommentieren, nur die Liebe zählt und endlich hat die Liebe gesiegt, also ich weiß es nicht, was sehen wir hier? So, wir sehen ja, also wir sind früh zusammengekommen, ich habe eine Midlife-Crisis, er macht so den Klassiker, geht irgendwo hin, vögelt sich da durch und okay. Ja, also die ganze Art, wie er das macht, ist Drogen prokabiert werden und dieses, und was, also es ist, aber gut, die Welt liebt es, er macht es, er macht, verdient er Geld mit. Okay, aber was geht in dieser Ehefrau vor, nachdem sie öffentlich über Monate gedemütigt worden ist, gedemütigt bis zum Letzten, was geht in dieser Frau vor, dass sie die wieder zurücknimmt. Wie fucking wenig Grenzen muss man haben? Also was muss in einem vorgehen, dass man sagt, ja prima, das ist doch ein netter Kerl, nehmt doch wieder zurück. Was lernen wir hier? Was lernt ein Jürgen Zietlow hier? Was lernt er? Ich kann ein Jahr die größte Scheiße bauen, dass wirklich nichts anderes mehr drauf passt. Ich kann alles machen. Ich kann der Bad Guy der Nation sein. Und es hat überhaupt keinerlei Konsequenzen so. Und dann wundern wir uns, dass unsere Welt so ist, wie sie ist. Also mich wundert da gar nichts mehr, weil
Das sind das, was wir feiern und was auch seine Frau hier feiert. Oh, das ist aber, das ist, oh, jetzt hat er sich ausgetobt und jetzt kommt er zu mir zurück. Ja, wie lange wird es dauern? Also, ich habe ja auch noch ein paar Bilder euch mitgebracht. Also, da muss ich jetzt echt so richtig lachen, dass er hier schreibt, nie wieder werde ich mit einer anderen Frau schlafen. Also würde ich meinen Ferrari drauf wetten, so, ne? Das wirklich. Also, wie viel Zeit geben wir ihm? Ich würde mal sagen, 3 Monate. Da ist er 100 pro, hängt er an der nächsten Frau garantiert. Also, was soll das? Das ist einfach nur ein ständig. Also, man kann es wirklich nur als Show sehen und wirklich, dass Leute das ernst nehmen, ist für mich einfach, weiß ich nicht, ein bisschen der Untergang des Abendlandes. Mir fällt da einfach nichts mehr zu ein. Warum, nachdem er jetzt diese ganzen Frauen da mitgenommen hat, natürlich freiwillig, er hat sie ja niemand gezwungen, aber das natürlich jetzt auf einmal, ne, nachdem immer so große, offene Liebe und was weiß ich, auf einmal ist jetzt aber wieder seine Frau gut genug. Ja, das glauben wir alle. Und dann haben wir noch was, ich glaube vom Bild oder so. Sein Liebesflehen erreichte in weniger Stunden mehr als 1,1 Millionen Menschen auf Social Media. Oh Gott, bin ich wichtig. Die Fans sind gespalten und verwirrt. Leute, wie kann man dabei verwirrt sein? Ich hab keine Ahnung. Sind Julian und Alina wieder ein Paar? Na, es ist einfach die nächste Staffel. Es ist die nächste Runde. Und die Leute lieben es. Deswegen, es wird das, was wir gucken wollen, wird produziert. Ne? Also ich kann nur hoffen, dass das irgendwie ein abgekartetes Spiel ist und dass seine Frau das nicht wirklich ernst nimmt. Aber ich vermute, sie meint es wirklich ernst. Also ich bin fassungslos, wirklich. Im Gespräch mit Bild klärt Julian auf. Ich kämpfte um sie. So, und ja, ihr kamen die Tränen, doch sie blieb standhaft. Das zeigt ihre Stärke. Wie es um die Ehe steht. Er spricht von einem Neuanfang. Wir lernen uns wieder neu kennen. Das, Leute, ist das, was wir in allen E-Mails besprechen. Es ist ein absolutes Fehlen von irgendwelchen Grenzen und irgendeiner Art von, vielleicht hat sie den Respekt woanders, aber irgendeiner Art von demonstrierten Selbstrespekt. Und deswegen sieht unsere Beziehungswelt so aus, wie sie aussieht. Das ist die direkte Folge. Das ist nicht so, dass das alles über uns hereinbricht, dass wir das immer wieder wählen. Deshalb sieht unser Beziehungsleben so aus. Aber es ist schon, ich weiß nicht mehr, ich finde es auch echt langsamer und irgendwie nicht mehr so richtig, also so richtig witzig finde ich es irgendwie auch nicht mehr. Weiß nicht, weil ich finde, dass das geht, wurde jetzt die Kinder auch noch reingezogen, ich finde, das geht echt zu weit. Ne? Also ich meine. Also ganz ehrlich, das. Naja, was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Mach ich fucking Kurse, dass euch sowas nicht passiert und wir sehen uns bald wieder.